So, Kinners, wir, oh Gott, jetzt fange ich auch schon damit an. Man merkt einfach, dass ich heute eine YouTube-Aufnahme mit Kalle gemacht habe. Das ist eine Katastrophe, wie schnell ich die Sprache von anderen Menschen adaptiere, mit denen ich Zeit verbringe. Das ist furchtbar. Hallo, was machst du hier draußen, mitten im Nirgendwo? Hast du dich verlaufen? Hier gibt es nichts außer Schnee. Und natürlich mich. Ich starte gerne mit einem erfrischenden Spaziergang in der eiskalten Luft in den Tag. Oh, du möchtest das Skigebiet deiner Träume bauen? Wenn das so ist, bist du hier genau richtig. So, ich muss zuerst meine Runde drehen und mir die Form meiner Berge anschauen. Ah, okay, ich glaube, das ist unser Anfangsgebiet. Und das ist jetzt das Schneegebiet offensichtlich, in dem wir quasi bauen dürfen. Spielhilfe öffnen. Sehr gut, gar nicht schlecht für den Anfang. Wäre ja auch dumm, wenn du dich nicht richtig auskennen würdest. Ich habe voll den Durchblick. Und mach dir keine Sorgen, ich habe ein paar Anrufe getätigt und viele sind begeistert und wollen dir helfen. Wir können hier doch noch ein paar helfende Hände gebrauchen, oder? Okay. Diese Männchen sehen einfach aus wie diese Helferleins vom Weihnachtsmann. Vielleicht bin ich die Einzige, die das gerade sieht, aber die sehen einfach aus wie Gnome. Ein ganzes Team hat sich freiwillig gemeldet, um dir zu helfen. Jetzt fehlen nur noch die Materialien und die Transportmöglichkeiten. Mit einer funktionierenden Arbeiterunterkunft kannst du den Rest des Skigebiets gestalten. Ah, das heißt, das ist jetzt dieses Hauptgebiet, also dieser Hauptbereich. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel hingehen und kann sagen, hier bauen wir die Arbeitsunterkunft. Ah, ich kann die auch einfach so, ich glaube, ich muss es mit den Wegen verbinden. Ich soll mir einen Augenblick Zeit nehmen. Ich habe nicht gelesen, wofür. Macht nichts. Ah! Heilige Schneeflocke, ein Skigebiet direkt an meinem Haus. Ein Traum. Kann ich helfen? Bitte, bitte. Ich kann alles machen. Wo fange ich an? Wir brauchen Skilifte, glaube ich, ist das nächste, ne? Wo ist da vorne und wo ist da unten? Oh, lol! Wie, das wird durch den Stein blockiert? Ja, dann baus halt höher! Okay, wir müssen das anders machen. Ah, muss ich das oben hinsetzen? Ah, das ist ein Sch Das ist ein Schlepplift. So. Warum befindet sich im Bau? Und dann brauche ich eine Piste, oder? Das geht. Das ist einfach Limbo fahren. Wenn du nicht schnell genug in die Knie gehst beim Fahren, dann ist halt der Kopf weg. Oh Gott, ich muss da drum herum zeichnen. Ich kann gar keine Bäume abreißen. Alter Junge! Hast du gesehen, wie viel... Ich sag jetzt auch schon Junge. Hast du gesehen, wie viele Bäume da sind? Reiß doch die Bäume ab! Als ob es da um Naturschutz gehen würde. Ich glaube, ich habe einfach nicht den richtigen Knopf gefunden, um die Bäume abzureißen. So, und jetzt? Muss ich die noch genehmigen oder so? Ah, ich muss die genehmigen. Seht ihr, ich hätte die Bäume doch alle abreißen können. Ich musste die nur davor genehmigen. Dann muss ich einen Skifahrlehrer begrüßen. Das geht wahrscheinlich erst, wenn das hier fertig ist, oder? Der Skilift ist jetzt da. So, da kann ich jetzt eine Person einstellen. Oh, wie süß die Animationen sind. Wie das rattert. Oh, das ist süß animiert. Ist das süß, sich da alle anstellen. Oh, ist das niedlich. Und jetzt sieht man sie da wirklich hochfahren. Also auch ein bisschen grausam, weil der aufgespießt wurde. Aber in etwa die Haltung, die die Dudes da beim Hochziehen haben, das ist in etwa das, was ich hatte mit 6. So, wir suchen uns ein richtiges Level aus. Eins, wo wir wirklich eine Herausforderung bekommen. So. Also das gefällt mir, das Schneegebiet. Alter, das sieht ja richtig geil aus. So, wir wollen als erstes mal für den Anfang wollen wir eine Mitarbeiterhütte haben. Und dann wollen wir vielleicht für den Anfang auch direkt ein Forschungslabor. Wir packen das. Ich muss es irgendwo hinbauen. Also landet es jetzt einfach erstmal hier. Als erstes wollen wir einen Schlepplift, oder? Warum geht da jetzt eigentlich nichts weiter? Gebäude warten auf Arbeiter. Ja, wir haben 2 Freiwillige. Ah, die haben trotzdem das andere Gebäude zuerst gebaut. Forschungslabor, ein Freiwilliger. 12-Personen-Gondel. Mit 3 Kilo weniger pro Stange hat der Antrieb mehr Kraft zur Verfügung und läuft schneller. Toller Fortschritt, was? Schlepplifte, 20 Meter die Stunde Geschwindigkeit. Wir haben Forschung.
Die Piste ist doch zu schmal für Kinder, die fallen fix raus. Na, ist ja ein Blödsinn. Es gibt kein Geld in dem Spiel. Ist euch das aufgefallen? Man muss alles mit Freiwilligen machen. Du kannst so viel bauen, wie du möchtest, aber du musst Achievements handeln, damit du Freiwillige hast, die das Ganze halt benutzen. Deine Währung sind Menschen. So war das nicht gemeint. Es ist Menschenhandel! Jetzt haben wir es aufgedeckt. Alter, das ist einfach der unnützeste Skilift, den ich in meinem Leben jemals gebaut habe. Also ich baue erst seit heute Skilifte, aber das ist einfach der unnützeste Skilift, den ich in meinem Leben jemals gebaut habe. Aber ich kann da drunter fahren. Man kann Skipisten verbinden. Okay, das ist ultimativ geil. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier hingehen und kann so eine kleine Piste hier ansetzen und kann sagen, jo Mann, ich will einfach so Trickstrecken dazu bauen, damit es schwerer... Und dann bauen wir da oben eine Imbissbude für die Leute, die hungrig... Nein, wir bauen die da oben hin. Maximaler Kommerz. Dann müssen sie mit 2 Liften fahren, damit sie essen können. So, wir haben leichte Stangen gelernt. So, wir haben leichte Stange, einfaches Zugangssystem. Um das Einstiegstempo zu erhöhen, müssen sich die Skifahrer anstellen. Nichts geht über das altbewährte Zugangssystem für Sessellifte. Geil. Baue eine Skiwachthütte. Baue eine Werkstatt. Baue einen Pistenraupenhanger. Schaut nicht schön aus, aber man braucht's. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Also wollen da nicht hoch. Wie? Doch, da fährt einer hoch. Du bist mein bester Freund. Chia 46. Okay, das wird als grün eingestuft und das als blau. Ich glaube, wir müssen alles nochmal komplett... Wie? Wieso nimmst du denn die grüne Piste? Das ist doch nur so ein... Imagine, du fährst einfach hier hoch, um hier hochzufahren. Um den hier zu machen und wieder hochzufahren. Yay! Das ist aber wie so ein Familienausflug. Mit Verwandten, die man nicht mag. So. Alter, ja! Hier geht das Tempo hoch. Hier geht das Tempo hoch. Jetzt einmal winken. Einmal winken. Okay, das ist immer noch lahm ohne Ende. Aber wir haben keinen Unfall. Das wäre ein Unfall gewesen. Was ist mit der? Ach komm, Junge. Was arbeitet ihr? Ich glaube, wenn wir Gehälter auszahlen würden und wenn unsere Arbeitskräfte nicht zu 100% aus Selbstständigen, Freiwilligen bestehen würden, dann wäre der Skilift schon längst repariert. Aber wenn ich auch nur als Freiwilliger in dem Skigebiet arbeite, ich nicht meine Wurstsemmel bekomme, dann repariere ich das auch nicht. Das ist einfach ein Mindfehler an der Stelle. Ich habe eine Liste aller Unfälle erstellt, die in dem Skigebiet passieren können. Mit Pistenraupen, Skiwacht und Technikern sinkt die Zahl von 3602 möglichen Ursachen auf 2933. Das ist besser als bei 67% der Skigebiete, in denen ich gewesen bin. Hey, du hast 40 Gäste. 2900 mögliche Unfälle, diese 40 Gäste umzubringen. Ich glaube, ich habe das Tutorial durchgespielt, oder? Oh, eine leckere heiße Suppe. Oh, wisst ihr, was immer das Geilste war, wenn wir Skifahren waren? Das absolut Geilste war nicht so eine dämliche Imbissbude, sondern diese Bergläden, die du einfach oben hattest. Und da gab es dann Frankfurter. Frankfurter Würstchen mit Senf und Krenn. Und davor mega geil eine Frittatensuppe. Und wenn's, oder eine Leberknödelsuppe. Und dann Frankfurter mit Senf und Krenn und einer frischen Semmel. Geilstes Essen. Das ist das, was du am Berg oben isst. Egal, ob du wandern gehst oder ob du Skifahren gehst, das ist der Vibe. Guter Kaffee in dieser Höhe. Das ist eine Herausforderung, ganz nach meinem Geschmack. Überlass das mir, ich kümmere mich drum. Neues Gebäude, Suppenküche, Teehaus, kleine Imbissbude, Thermovorhang,
Bestes Spiel. Bestes Spiel 2021. Es wird kein besseres Spiel mehr geben.